Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Heute gibt's ein Workout für einen schmerzfreien unteren Rücken. Die Stelle, wo die meisten Rückenschmerzen auftauchen. Das ist einfach die Stelle, die auch am meisten von unserem Oberkörper halten muss. Normalerweise ist der tiefe Bauchmuskel und der untere Rücken, diese Faszie im unteren Rücken, wie ein Korsett, das uns richtig gut stabilisiert. Aber das natürlich auch das Gewicht unseres Rumpfes halten muss. Und wenn die Muskeln jetzt nicht kräftig genug sind oder wir uns lange einseitig halten in irgendeiner bestimmten Position oder uns falsch verhalten oder aber auch die Hüftgelenke zu wenig mobil sind oder auch die Brustwirbelsäule zu wenig mobil ist, dann können Schmerzen entstehen. Und da werden wir heute so ein bisschen dagegen ankämpfen. Einmal in eine große Grätsche gehen, deine Knie in Richtung Fußspitzen zeigen lassen. Wichtig ist jetzt nochmal Brustbein zu heben. Auch Nabel sanft nach innen ziehen und jetzt beginnst du mit deinen Armen ganz locker einmal zu pendeln. Versuch jetzt noch dein Becken ruhig zu halten und mal nur im Oberkörper zu pendeln und vielleicht merkst du schon rechts und links, die Seiten sind nicht ganz gleich. Auf eine Seite fällt es einem wirklich leichter, sich zu drehen. Ganz normal. Und jetzt nimmst du ganz leicht deinen Oberkörper und deine Beine mit, deine Hüfte mit und wirst in der Bewegung etwas größer. Lass dein Knie mit nach innen gehen und die Arme völlig entspannt um deinen Körper anschlagen. Genau. Letzten Male und dann kommst du ganz langsam wieder zur Mitte, Brustwirbelsäule mobilisiert, stützt deine Hände einmal auf, streck deine Knie jetzt und versuch jetzt dein Becken zu kreisen. Also wir mobilisieren die Hüftgelenke. Versuch wirklich dein Becken zu kreisen und nicht nur den Oberkörper. Wechsel die Richtung. Fühlt sich's rund an? Wenn nicht, ist nicht so schlimm. Wir sind ja dabei zu üben. Dann kommst du langsam wieder zur Mitte. Richte dich im Brustbein auf, nimm ein Bein und drehst nach außen und das andere Bein, also innen, außen, ganz bewusst dein Hüftgelenk nach außen bewegen. Bleib aufrecht im Rumpf. Und dann zieh deine Knie im Wechsel nach vorne an, also rechts, links. Versuch nur so hoch zu gehen, wie du im unteren Rücken ganz gerade sein kannst. Und jetzt schon mal deine gegenüberliegende Hand zum Oberschenkel. Ich drehe mich so ein bisschen seitlich. Kommt wieder deine Brustwirbelsäule in Bewegung. Dann nimmst du deinen Ellbogen in Richtung Knie. Möglichst locker die Bewegungen, wirklich ganz entspannt. Und dann deine Hand zum Fuß. Jetzt drehst du dein Hüftgelenk so ein bisschen nach außen. Nochmal dein Knie anziehen, ohne Arme, ohne Oberkörper. Das Ganze jetzt etwas langsamer. Also einmal rechts halten und einmal links. Kurz dich ausbalancieren. Das trainiert natürlich schon mal unsere tiefen Muskeln, die den Rücken
ganz wichtig, stärken, also stabilisieren die Wirbelsäule, schützen und stützen. Und jetzt halte mal ein Bein dann oben. Bleib hier und versuch mit dem gegenüberliegenden, mit der gegenüberliegenden Hand dagegen zu drücken. Also drücke mit der Hand und drücke mit dem Oberschenkel. Versuch dich aufrecht zu halten. Atem fließt. Spür deine Bauchmuskulatur. Hüftbeuger wahrscheinlich. Und wechseln. Andere Seite anheben. Druck und Brustbein heben. Atem fließt. Rücken strecken. Wenn es wackelt, ist es gut. Und nochmal wechseln. Andere Seite. Und Druck. Druck aufbauen. Groß werden. Schulter entspannen. Und wechseln. Letzten. Und einmal locker lassen. Beine auslockern. Super. Und jetzt tippst du vorne auf, rechts und links. Mit deinen Fußspitzen. Ich drehe mich seitlich, dann kannst du es ein bisschen besser verfolgen. Denn jetzt tippen wir nach hinten auf. Also einmal rechts, links nach hinten. Den Oberkörper schon mal ein Stück nach vorne nehmen. Dein Becken bleibt parallel zum Boden. Und jetzt nimmst du, wenn dein rechtes Bein hintergeht, deinen linken Arm nach vorne und umgekehrt. Diagonal. Bekräftigen den unteren Rücken. Halte dann eine Seite. Daumen in Richtung Decke, Becken parallel zum Boden. Versuch, dein Bein anzuheben und mach jetzt ganz kleine Bewegungen hoch, tief. Bauchspannung, spür auch dein Gesäß, Rückenstrecker. Und Seite wechseln, anstellen. Hintertippen, wenn du kannst, anheben, Becken parallel halten zum Boden und nochmal ganz kleine Bewegung hier hoch. Halte noch einmal und löse dann. Füße aufstellen, einmal den Rücken nach vorne, ganz gerade. Und dann mit dem Ausatmen rund werden, Kopf rein. Noch einmal nach vorne, Brustbein senken und ausatmen. Jetzt komm höher, atme ein, lass dein Brustbein nach unten fallen. Atme aus und tauche einmal unten durch in die aufrechte Haltung. Gleich nochmal nach vorne. Zweimal noch Wirbelsäule durchbewegen. Einmal. Bleib nochmal ganz aufrecht stehen. Atme ein, streck dich. Ruhig nochmal den ganzen Körper durchbewegen. Rechts und links runtertreten, strecken, räkeln. Es ist auch eine Übung, die man sehr gut mal zwischendurch machen kann, die Muskeln durchblutet im Rücken, tut einfach nur gut. Und vor allem auch dem unteren Rücken. Dann bleibst du nochmal stehen. Richtest dich auf, jetzt entweder ein Handtuch fassen, einmal um deinen Fuß wickeln, hinten hochziehen oder vielleicht kannst du ja den Fuß auch mit der Hand fassen, dein Fußgelenk. Schieb den unteren Rand deines Beckens nach vorne. Spür die Dehnung hier vorne, da sind wir auch gerne zu kurz durch unsere Alltagshaltung, durch vieles Sitzen und langes Sitzen. Wechsel nochmal, andere Seite. Fassen, entweder mit Handtuch oder mit der Hand.
den unteren Rand nach vorne schieben. Standbein ist etwas gebeugt. Genau. Und noch einmal wieder lösen. Einmal noch wechseln, nach vorne ziehen. Knapp unterhalb vom Knie. Aufrichten. Hochziehen. Dehnung im Gesäß spüren. Wechseln. Anderes Bein. Knapp unterhalb vom Knie, nicht zu tief. Sonst haben wir so einen kleinen Kniewinkel. Nochmal wachsen. Und nochmal auslockern, entspannen. Während du dich lockerst, deine Hände richtig schön warm reiben. Ist auch eine schöne Übung, die du zwischendurch machen kannst. Wenn du mal den Rücken spürst. Sind sie warm? Wenn die Hände warm sind, dann mal den unteren Rücken schön abreiben. Oder auch mal so ein bisschen abklopfen. Aktiviert alle Rezeptoren im unteren Rücken, die vielleicht eingeschlafen sind, weil wir uns lange einseitig irgendwie nicht bewegt haben, sondern einseitig gesessen sind. Mal aufrichten. Ich hoffe, dein unterer Rücken fühlt sich gut an. Atme noch zweimal ganz tief ein. Atme nochmal aus. Und ein letztes Mal. Und natürlich, wenn du ausatmest, in der aufrechten Haltung die Übungen beenden. Vielen Dank fürs Mitmachen. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Freut mich immer. Mich freut es natürlich auch, wenn du beim nächsten Workout wieder dabei bist. Wenn du möchtest, gerne mal zum Infopunkt oben schauen. Da findest du Videos, die dir auch gefallen, wenn dir dieses Workout gefallen hat. Oder mal auf mehr klicken. Da macht sich noch eine Seite auf mit Informationen, wie zum Beispiel meine Homepage. Da findest du Termine, wo ich so unterwegs bin. Vielleicht sehen wir uns einmal persönlich. Oder vielleicht sehen wir uns einfach hier bei YouTube. Bis dann!